Gleich treffe ich die zwei einflussreichsten Menschen aus dem deutschsprachigen Werbebusiness. Dörte Spengler-Ahrens und Jean-Rémy von Matt. Jean-Rémy ist Gründer und langjähriger CEO der bekanntesten Werbeagentur Europas, Jung von Matt. Dieser heilige Gral der Kreativen wurde später von Dörte angeführt, die heute unter anderem erste Präsidentin des Art Directors Club ist. Schauspieler bezeichnen sich auch gern als kreativ, aber gegen die beiden bin ich ein Roboter, der sich nur von der Stelle rührt, wenn er ans Stromnetz angeschlossen wird. Jedenfalls freue ich mich riesig auf die Zeit mit Ihnen. Ich weiß, danach werde ich wieder strotzen vor Kreativität, bis ich zu Hause bin und irgendetwas davon in die Tat umsetzen will. Und merke, hoppla, es ist gar nicht so einfach, kreativ zu sein. Ah, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Grüß dich, Tati. Jean-Rémy, grüß dich. So, dann fahren wir gleich ins Studio, ne? Komm her. Ja. Ja, mal. Ja. Sag mal, dann mach doch mal den Umschlag auf, der da liegt, von unserer liebevollen Redaktion vorbereitet. Ja. Und Dörte, bist du die Vorleserin? Da sind ja ein paar Fragen drin, ja, okay, die wir dann gemeinsam beantworten sollen. Alles klar. Ich öffne den Umschlag und lese vor. Mhm. Was bedeutet Heimat für dich? Heimat bedeutet für mich, wenn ich nachts nach längerer Zeit nach Köln komme, fahre ich extra über die Deutzer Brücke, also absichtlich von der Schelsig, von der rechten Rheinseite über die Deutzer Brücke, weil ich dann das schönste Panorama habe auf den Kölner Dom mit der St. Agnes-Kirche daneben. Und das ist beleuchtet, mittlerweile ja nicht mehr, weil wir Strom sparen müssen. Aber das ist das schönste Panorama von Köln. Und dann habe ich heimatliche Gefühle. So. Jetzt seid ihr dran. Okay, also ich versuch's mal. Bei mir hat das irgendwie mit Betten zu tun, mit Betten, in denen ich mich wohlfühle, wo ich vertraut bin. Also das Bett zu Hause ist Heimat. Aha. Die Family ist Heimat. Ansonsten tue ich mich ein bisschen schwer mit Heimat, weil ich ständig überlege, wo ich begraben sein möchte. Und ich komme im Moment auf nichts, weil ich weiß ja gar nicht richtig, wo ich her bin. Also ich fühle mich als Europäer. Aber wo genau, ist mir immer noch unklar. Und irgendwie in Berlin möchte man nicht begraben sein. Apropos begraben, wie möchtest du denn begraben sein? Lässt du dich einäschern? Nee, das ist mir irgendwie, vor Feuer habe ich Angst und so. Also, vor Würmern hast du keine Angst? Nee, ich hoffe, dass es okay. Mittel gibt, die zu vertreiben. Okay. Aber die Würmer, die sind okay, aber Feuer, nee, will ich nicht. Und Dörte? Früher hätte ich darauf geantwortet, home is where the heart is, also wo meine Liebsten sind, meine Familie und mein Mann. Mhm. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe sehr schätzen gelernt, eine Heimat zu haben im Sinne von einem tolle Wohnung, die wir liebevollst eingerichtet haben, das nach Hause kommen. Das ist schon wichtig geworden. Und ich glaube, ich würde heutzutage alles aufgeben, außer dieser Zuflucht, Wohnung, Heimstatt. Ja. Also Heimat ist für dich da, wo du dich wohlfühlst. Ja, und wo man auch so sich eingenistet hat. Das ist tatsächlich so. Ja, super. Ja, dann Dörte, liest du mal die zweite vor. Sehr gerne. Welches Ereignis in deinem Leben lässt dich nie wieder los? Das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist eine Szene, da saß ich mit meiner Schwester, da war ich vielleicht 12 Jahre alt. Ich saß vor einem großen Volksempfänger, so einem Riesenradio in einem Ferienhaus in Graubünden und hörte die ersten Takte von Satisfaction. Mhm. Das war so stark, also das war irgendwie so die Schweizer Radio-Hitparade und da wurden die Stones vorgestellt erstmals und ich hörte diese Takte. Und das hat mich so mitgenommen oder so bewegt, so positiv bewegt. Also das hat mich jahrelang fasziniert. Und das ist heute noch in mir drin, diese wenigen Sekunden Erlebnis. Okay. Dörte, hast du auch ein Beispiel? Ein Ereignis in meinem Leben, das mich nie wieder loslässt, das kann ich ganz einfach beantworten. Das würden auch viele andere wahrscheinlich sagen. Das war die Geburt von meinem Sohn.
Und es war ein Kaiserschnitt und da hat man so einen komischen Vorhang und denkt, was machen die denn da? Und dann wurde das Kind mir in den Arm gelegt. Und das ist wirklich ein Erlebnis, das kann ich nur jeder Frau wünschen. Das Kind hat mit seinem winzigen Fäustchen meinen Daumen genommen und hat den gedrückt. Mhm. Hat er mich begrüßt. Und das ist ein Band, was bis heute sehr stark ist. Und das war halt, es ist mit nichts zu vergleichen. Da kannst du Kulturelles oder sonst was, das ist alles dagegen auch gut. Aber ein Erlebnis, was dich nie mehr loslässt, was du also noch heute spürst, das war dieser Moment. Ja, schön. Ja, ja, das kann man da natürlich gut nachempfinden. Moment. Also ein Ereignis, was mich nie mehr loslässt. Wenn ihr akzeptiert, dass Victoria als Ereignis zu bezeichnen war, ist, dann würde ich sagen, dann ist es Victoria, denn die lässt mich nie mehr los. Sehr schön. Wie schön. So, was haben wir denn dann noch im Portfolio? So, ich habe noch eine Frage für uns. Und zwar, was fällt dir sofort zu München ein? Weißwurst. Für mich eine sehr schöne Zeit, eine sehr aushäusige Zeit, tolles Wetter, Biergärten, tollen Mix an Temperamenten, viel Spaß gehabt, 8 Jahre hier gelebt und sehr viel heile Welt, also verglichen mit Berlin. Heile Welt, ja, das ist... sehe ich auch so. Es ist sehr verbunden mit Sauberkeit und Ordnung und Sicherheit auch. Ne? Ja. Naja, natürlich, was jeder sagen würde, Oktoberfest. Und München ist dann schließt sich der Kreis, ist natürlich auch meine zweite Heimat, wenn man so will. Ich bin ja aus Köln, aber ich bin ja seit den frühen 70er Jahren in München, habe das alte Schwabing noch mitgemacht und ja, ein Stück Heimat. Ich habe ja in sehr unterschiedlichen Städten gelebt. Bodensee, Konstanz, Zürich, Düsseldorf, Berlin und jetzt viele Jahre Hamburg. In München nie. Und München ist natürlich ein sehr, wenn ich da bin, sehr, sagen wir mal, wie ein kleiner abenteuerlicher Ausflug in eine andere Welt. Ich habe hier ein Meeting in der Agentur gehabt. Komm rein und denke, ich habe mich in der Tür geirrt, weil alle hatten Trachten an. Also die Frauen, also kleinen Service-Direktorinnen kamen mir im Dirndl entgegen, haben dann gleich eins für mich parat gehabt. Wenn der Kunde kommt, musst du bitte das Dirndl anziehen. Ich so, okay, ich mache mal alles mit. Also das ist eine ganz tolle Stadt, sehr weltoffen und bietet ganz viel. Aber es ist ganz so schräge Momente. Also dass Menschen in dreiviertel langen Lederhosen rumlaufen mit so Socken. Das ist schon ja, besonders und schräg für alle, die das nicht kennen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Stegen und bei Ihnen zu Hause. Ich begrüße Sie zu Meet Your Master, der Talk. Und natürlich begrüße ich auch meine fantastischen Gäste, Dörte Spengler-Ahrens und Jean-Rémy von Matt. Ihr seid, vielen Dank, ihr seid also heute unsere kreativen Master. Jean-Rémy, was hat denn eine Todesanzeige mit deinem beruflichen Werdegang zu tun? Also das war so, ich war, einer meiner ersten Jobs war beim Zürcher Tagblatt, das ist ein Anzeigenblatt in Zürich, und ich war in der Abteilung Todesanzeigen und musste mit den Hinterbliebenen, also mit den Angehörigen, musste ich irgendwie besprechen, welches Motiv und welche Gestaltung, welchen Text die haben wollten. Und natürlich taten mir die Angehörigen leid, aber noch viel mehr leid taten mir die Verstorbenen, weil ich konnte nicht verstehen, dass Menschen, die sich ein Leben, also Persönlichkeiten, Individuen, die sich ein Leben lang darum bemüht haben, einen Unterschied zu machen, ein eigenes Leben zu führen, alle mit so einer Standardgestaltung, mit so einem Standardtext verabschiedet werden. Und dann fing ich an, also wenn ich dann die Anrufe durch hatte, fing ich an, Vorschläge zu machen. Verschiedene Schlagzeilen, verschiedene Texte, verschiedene Gestaltungen, und habe das dann meiner Chefin gezeigt. Ich habe gesagt, wir sollten den Angehörigen
ganz unterschiedliche Motive anbieten. Ich stieß auf sehr wenig Verständnis. Also, sie sagte, nee, das geht alles nicht, sondern das muss so sein, wie es ist. Aber das war so meine allererste Prägung, weil hinterher oder viel später, als ich in der Werbung war, hatte ich ja dann auch mit Persönlichkeiten zu tun, mit Markenpersönlichkeiten. Und auch da war mein Antrieb immer, jede Markenpersönlichkeit ist besonders. Warum soll die so eine Standardwerbung kriegen? Mhm. Und warum nicht etwas besonders Kreatives, etwas Eigenes? Finde ich einen sehr schönen Ansatz. Dörte, zeig uns doch mal, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise, was ein Hammer mit deinem Anfang der Karriere zu tun hatte. Kunsthochschule Konstanz, wo ich herkomme, hatten sich vorgenommen, visuelle Kommunikation als Studiengang anzubieten. Und wer auch immer sich das ausgedacht hat, wir saßen mit 500 Menschen auf Räume verteilt und kriegten die Aufgabe, mit Bleistift einen Hammer zu zeichnen, tatsächlich. Und furchtbar. Also abmalen ist ja nichts Kreatives. Insofern schon mal schwachsinnig als Aufgabe. Aber irgendwie habe ich es mit irgendwelchen Mitteln geschafft. Ich bin eine von den 30 Studentinnen geworden. Also der Hammer hat dann doch geholfen. Warum, hast du das mal in Erfahrung bringen können, warum das ein Hammer gerade war? Ich habe das, gute Frage, hätte ich mal machen sollen, aber das wäre wahrscheinlich sehr kritisch gewesen. Ist auch nicht so gut, wenn Professoren gleich für ihre Aufgabe kritisiert werden. Aber in der Tat, schwachsinnig, ja. Kreative Master wie ihr seid ja für sehr viele Bilder und Slogans verantwortlich, die, ob wir das wollen oder nicht, in unseren Köpfen hängen bleiben. Wir haben hier mal ein paar Beispiele. Sorry. Sorry. Super geil. Super fit. Super fresh. Super lifestyle. Super geil. Super power. Super stark. Super Markt. Super geil. Schaut euch das an. Schuhe. 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 Tausende Schuhe von allen Marken. Und das Schlimmste? Liefern und zurückschicken ist kostenlos. Wie kommt man bitte auf die Idee, ein eigentlich entzückendes Kind so einen Satz plärren zu lassen? Was steckt da für eine Idee dahinter? Das muss Dörte beantworten. Das ist von dir. Das ist sehr nett, weil wir haben mit diesem, das ist ein ikonischer Spot für Netto gewesen, weil einmal diese Marken-Discount, also bei uns kostet Marke weniger, musste irgendwie erzählt werden. Und dieser Kaufmannsladen, das Kind legt ja die Waren auf den Tisch, also Kassenband, und die kleine Kassiererin tippt dann so Preise und sagt dann einen Preis. Und dann sagt er dann nur, meine Mama zahlt bei Netto nur 7,23 Euro. Abzocker! Und das Kind so, ne? Und dann kreischt und kreischt und kreischt. War gar nicht leicht, das dem Vorzug zu verkaufen, dass da jemand ein Kind kreischt, das wirklich nervt. Ja. Und dann kommt zum Schluss als letzter Satz, den sie zu ihm hinterher ruft, da geht doch so Netto. Und das war halt ein Ergebnis von einem tollen Dreh, weil wir haben dann noch am Set überlegt und gebrainstormt. Jeder hatte so, und das ist halt ikonisch geworden im Ausdruck und in der inhaltlichen Aussage. Und wir haben eine kleine Anekdote noch. Wir haben mit diesem dann geh doch, also wenn du bei Google eingibst, dann kommt doch zu Netto. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Da sieht man, dass doch viele Dinge auch durch Zufälle entstehen. So ist es. Und diese Zufälle muss man zulassen. Ja. Und das ist oft gar nicht so einfach, weil es ist ja alles, also wenn man mit Wirtschaft zu tun hat, mit der Industrie, es ist alles kompliziert, es ist alles vorher geskriptet, es ist alles genau festgelegt und da gibt es dann immer Aufpasser, die dabei sind, die dann auch darauf achten, dass auch alles gefilmt wird und die Packung im richtigen Licht und so weiter. Und es ist ganz wichtig, dass man auch in dieser sehr kontrollierten Situation eben Zufälle nicht nur zulässt, sondern eben auch ermöglicht. Also ein bisschen rumspielt und dann eben hinterher oft
spontan viel bessere Situationen erzielt. Wenn nicht gar provoziert sogar. Ne? Genau. Sag mal, wenn ihr mitbekommt, wie so ein Slogan immer wieder zitiert wird, also von den Medien bis hin zu Schulhöfen, ist man dann auch ein bisschen stolz? Schon. Ja? Also, macht schon Spaß. Genau, es gibt so ein paar Slogans aus, eben aus unserer Zeit, also die wir gemacht haben, die sind 20 Jahre alt und die werden heute in ganz anderen Zusammenhängen immer wieder zitiert. Und da muss ich schon sagen, da denke ich immer, nicht schlecht. Also einer, ein typischer ist, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mhm. Das war damals, vor vielen Jahren, das war 25 Jahre her, war das in einem Sparkassen-TV-Spot, war das so ein Kernsatz. Und das ist so oft in Interviews, ja, in Artikeln zitiert worden oder auch Wer hat's erfunden oder so. Mhm. Geiz ist geil natürlich auch. Also klar, also dann denkt man, wow. Seid ihr ein bisschen stolz auch. Wir haben einen Nerv getroffen und das überlebt. Und was schon interessant ist, dass eben starke Formulierungen, die eben so einen Nerv treffen, haben eine sehr hohe Nachhaltigkeit. Das heißt, die bleiben viel länger hängen, oft länger als ein Bild. Schaut ihr eigentlich ganz gezielt Werbung? Also es gibt ja das Phänomen, es gibt Leute, die nehmen sich Filme auf, um dann die Werbung vorzuspulen schnell, wenn sie kommt, und dann den Film weiterzuschauen. Ich könnte mir vorstellen, bei euch ist das genau andersrum. Ihr nehmt euch das auf und schaut euch die Werbung an und spult den Film vor. Ist das so? Bei mir ist da was dran. Also ich habe mich natürlich immer für Werbung interessiert und Filme waren mir immer zu lang. Mhm. Also das heißt, also ich hatte, weil praktisch in meiner Wahrheit war, dauert ein Film 30 Sekunden und eben so ein Film von 90 Minuten war mir immer viel zu lang. Und bis das losgeht, bis da die Handlung sich entwickelt oder so. Also ich hab kein Sitzfleisch für echte Filme. Nee. Ja. Was ist Kreativität überhaupt? Das haben wir uns gefragt und wir haben uns mal auf der Straße umgehört und haben da sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Kreativität bedeutet für mich, aus was Alltäglichem etwas Neues zu machen und einfach eine kleine Bubble zu haben, wo man sich für sich selbst ausleben kann. Ja, vielleicht Fantasien, Vorstellungen verwirklichen, realisieren, ne? Sei es in Malerei, sei es in Musik, sei es in Bildhauerei. Kreativität bedeutet für mich, dass ein Mensch sich öffnet für die Stimme, die von innen kommt, um nach außen was zu bringen. Kreativität ist für mich einfach viele Ideen haben und sich dann zurückziehen und sich einfach mit diesen Ideen beschäftigen und einfach neue Sachen kreieren, die man selber noch nie, also gerade wenn es um Ideen geht, die man selber noch nie hatte oder andere noch nicht hatten. Kreativität bedeutet für mich, dass ich aus bereits bestehender Kunst versuche, mich inspirieren zu lassen und dann meinen eigenen Input da noch reinbringe, um meine eigene Kunst daraus zu kreieren, aus den Inspirationen. Nicht in Schranken denken. Na, das war mal kurz und bündig. Nicht in Schranken denken. Was sagt ihr zu diesen Aussagen? Gefällt euch das? Mir gefällt das sehr gut, weil jede Antwort ist vernünftig, jede Antwort trifft zu und die Fülle der Antworten zeigt, wie divers Kreativität ist. Also am nächsten dran an meiner Auffassung war der erste. Aus meiner Sicht ist Kreativität, aus dem Nichts etwas Neues zu schaffen. Und das ist doppelt herausfordernd, weil das Nichts ist ein Problem und das Neue ist nochmal ein Problem. In den meisten Berufen hat man irgendeine Ausgangsmaterie. Der Banker hat Zahlen, der Töpfer hat Lehm, der Fußballer hat einen Fußball oder so, oder der Verkäufer hat ein Produkt, mit dem er irgendwas machen kann. Der Kreative, der hat nichts, der hat ein leeres Blatt Papier, wo nichts draufsteht und vielleicht ein Stift. Der muss mit dem Nichts zurechtkommen. Die zweite schwierige Herausforderung ist das Neue. Klar, man kann irgendwas auf das Blatt schreiben, aber meistens ist es etwas, was es schon gab. Das Neue ist dann nochmal eine Schwierigkeit. Also ja. Kreativität ist nicht ohne. Eine doppelte Herausforderung. Ja. Dörte, woran erkenne ich, dass ich kreativ bin? Gibt es da so eine Art Selbsttest?
Das ist eine schwere Frage. Ich dachte, ich dürfte auch noch was dazu sagen. Aber du hast ja, es geht ja ein bisschen in die Richtung. Okay. Ich sag's trotzdem schon schnell, weil ich habe im Moment ist ja die Kreativität das Thema, was ich auch wundervoll finde. Es ist überall. Warum? Weil wir ganz viel Neues schaffen müssen. Mhm. Und Kreativität ist Problemlösung und immer ein überraschender Sieg, was Erwartete. Und wenn man so will, kann man sagen, ohne Kreativität gibt's kein Neu. Und auch kein Wow. Und das hat auch in jeder Antwort eigentlich drin gesteckt. Woran erkenne ich, dass ich kreativ bin? Indem ich versuche, Neues zu erschaffen. Und Dinge tue, die andere Menschen vielleicht begeistert oder bewegt oder bezaubert oder berührt. Also Kreativität kann ja auch mal verrückt ein toller Kuchen sein. Mit einer hat letztens auf dem Kindergeburtstag so einen Lavakuchen, Mann, ja, ein Lavakuchen auch mit so einer richtigen, wo dann oben Feuer raus. Das Kind ist vor Glück fast umgefallen. Das ist etwas, was das ist Kreativität und die kann mannigfaltig daherkommen. Wenn ich daraus einen Beruf machen will, muss ich natürlich mehr tun als einen Lavakuchen backen. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass man Dinge in Frage stellt und was Neues probiert. Und dabei in irgendeiner Form was zum Ausdruck bringt, was noch keiner vor dir gemacht hat. Ich glaube ja, dass wir grundsätzlich mehr Kreativität brauchen könnten in der Welt, in der Politik, absolut. Überall. Wie fördert man denn Kreativität? Bei Kindern zum Beispiel? Bei Kindern brauchst du sie nicht zu fördern, sondern weil Kinder sind... Zügeln. Genau, also Kinder sind von sich aus kreativ, weil Kinder eben oft... die Fantasie über die Vernunft stellen. Und irgendwann verlernen die das. Also es gibt eine sehr süße Anekdote von einem kleinen Mädchen in der Schule, was zeichnet. Und dann kommt die Lehrerin und sagt, was zeichnest du da? Und dann sagt das Kind, ich zeichne Gott. Dann sagt die Lehrerin, aber man weiß doch gar nicht, wie Gott aussieht. Und dann sagt sie, gleich weiß man's. Und das zeigt, ein sehr selbstbewusster, kreativer junger Mann. Genau, aber das zeigt eben, wie unverbraucht eben Kinder mit Kreativität umgehen. Das stimmt. Also viel wichtiger ist, eben diese Kreativität dann auch im Erwachsenenleben zu erhalten und eben auch dort die Fähigkeit zu besitzen, die Vernunft praktisch nach hinten zu packen und die Fantasie über die Vernunft zu stellen. Ja. Ja, schön. Wir unterhalten uns gleich darüber, warum eine kreative Idee am besten in Form eines trojanischen Pferdes daherkommen sollte, nach einer kurzen Pause. Ich weiß, wir sollen eigentlich nicht Werbung sagen, aber ich mache mal eine Ausnahme, wo wir diese zwei Werbeikonen hier haben. Heute mal nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück, liebe Gäste. Eine gute Idee sollte wie das trojanische Pferd daherkommen. Attraktiv verpackt, aber im Kern auf Eroberung ausgerichtet. Sagt wer? Dörte? Wir sagen das, die Jungfrau Matt. Warum? Weil wir da fest von überzeugt sind, gerade in der heutigen Zeit musst du Dinge freiwillig zulassen und umarmen. Und dieses gelingt mit einem Geschenk sehr gut. Diese Freiwilligkeit, die Voraussetzung, dass Kommunikation heutzutage, Werbung überhaupt funktioniert. Ich fasse mal zusammen. Das attraktive trojanische Pferd ist in diesem Fall das schreiende Kind. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja eine ganz gemeine Frage. Ein weiterer Beweis, wie individuell Attraktivität zu verstehen ist. Ihr seid ja beide in der Werbung. Das heißt, ihr seid kreativ, um zu verkaufen. Da muss es ja so manch einem die Nackenhaare hochstellen. Denn kreatives Denken und konsumorientiertes Handeln, das ist ja eigentlich ein Gegensatz. Wie lebt ihr mit diesem vermeintlichen Widerspruch? Ganz interessant ist, dass es tatsächlich vor allem hier in Deutschland oder in Mitteleuropa als Gegensatz erlebt wird. Also dass eben Kreativität und Kommerz nicht wirklich zusammenpassen. In anderen Ländern, insbesondere in Amerika, geht man viel unverkrampfter damit um. Also da sind also Kreative, jetzt, ob sie Filmschaffende sind oder in der Werbung oder Musiker, die sind stolz auf kommerziellen Erfolg, die
gehen mit Zahlen um und prahlen mit Zahlen und so weiter. Und hier ist das ein bisschen verpönt. Das ist in der Tat hier eine Herausforderung. Wir haben da wie zu so vielen Dingen eine andere Einstellung zu Matze. Ja. So ist es. Mhm. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das ist ja ein Zitat von euch in eurem wunderbaren Meet Your Master Kurs. Mhm. Nun müsst ihr ja auch junge Fische bedienen. Wie stellt ihr das dar? Wie schafft ihr das, eine Zielgruppe anzusprechen, der ihr ja eigentlich schon etwas entwachsen seid? Die Frage verstehe ich als Provokation. Ich bin 29. Nein, ernsthaft. Man muss sich wirklich mal von diesen, das erzähle ich auch jedem, auch den Kunden, ihr müsst euch von euren Zielgruppenrastern, Altersschemata einfach mal lösen. Was machen wir? Wir sprechen mit Menschen. Und ein Kind, also Emotionen ist das Einzige, was Menschen überhaupt zu Kaufentscheidungen bringt. Das Rationale kann man vergessen. Das heißt, Emotionen haben alle von hier bis 80. Und diese Clusterung ist wirklich nicht das, was zum Erfolg führt. Je mehr Kommunikationsauftraggeber auf Zielgruppen und deren vermeintlichen Mindsets schielen, desto eher wird es eine belanglose Durchschnittskommunikation. Das heißt, wenn du einen Menschen erreichen willst, musst du ihn im Herz packen. Und da sind die meisten Menschen, es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, Familie, es geht um Anerkennung, Mobbing. Es gibt so viele Themen, die ganz vielen Menschen die berühren. Und wenn du jemanden bewegen willst zu etwas, dann musst du ihn bewegen. Also wenn ich das sagen darf, das darf nicht gedruckt werden, vergesst diesen ganzen Zielgruppenmist und denkt nicht, wenn ihr junge Zielgruppen abbildet, ja, dass ihr sie dann automatisch habt. Nichts, ich habe auch einen Gen Z-Sohn. Nichts finden die weniger ansprechend, als wenn sie merken, dass sie gezielt angesprochen werden sollen. Also die Zielgruppenorientierung ist nicht mehr zeitgemäß. Denn ich glaube, es war ja mal so. Die Denke war ja mal so. Ne? Absolut. Also die haben ja Wissenschaftler, leben ganze Institute davon, dass sie fein, filigran, granular das alles aufbereiten. Und dann gibt es natürlich so eine gewisse Hilflosigkeit, Unsicherheit. Dass sie sagen, um Gottes Willen, ich brauche den 18-jährigen motorradfahrenden Landbewohner und wie kriege ich den dazu, es den Grill zu kaufen? Nochmal, rethink. Gar nicht so schlimm, wie wir uns das auf der Straße vorstellen. Sag mal, was muss denn ein Mensch mitbringen, damit ihr ihn interessant findet? Oder andersrum, wenn ich jetzt zu euch käme und würde sagen, hier bin ich, ich möchte gern kreativer werden, hätte ich eine Chance? Also von dem Alter mal abgesehen, ich weiß, die müssen bei euch alle 21 sein, aber... Genau, ich wollte gerade sagen, die meisten sind ja unter 30, die meisten Kreativen, aber... Oder warum der Durchschnitt? Der Durchschnitt unserer Kreativen ist unter 30. Warum? Das heißt, es ist quer gemischt, weil die schon früh anfangen. Dörte und ich haben auch früh angefangen. Wann bist du eingestiegen als Kreative? Anfang 20. Anfang 20, ich auch. Und dann geht es dann irgendwie... Das ändert sich, aber ich das sage, unhöflich unterbrechen darf. Also es ist nicht mehr so, Abi, fertig, super, dann noch ein bisschen Werbefachschule und dann geht's los. Es gibt immer noch viele Individuen, die das für sich entdecken, die das spannend finden. Also ich meine, der Altersdurchschnitt in meiner Firma ist definitiv 30 und nicht drunter. Und auch die Älteren, ich sag mal, das ist wie so ein Muskel. Also es ist ganz oft mit den Dingen, die man leidenschaftlich gerne tut, wird man meist, es gibt auch Ausnahmen, besser, wenn man es länger macht. Also Storzise ist auch nicht mehr 17, aber der ist immer noch ganz gut. Also solche Ausfälle nach oben habe ich. Ich habe jetzt keinen 78-Jährigen Angestellten, aber wir haben einige, die wahnsinnig gut sind und die haben ein bisschen gebraucht. Also es ist wirklich divergenter als noch vor einigen Jahren. Es gibt ja viele Menschen, die haben Angst davor, kreativ zu sein, weil das peinlich sein könnte. Wir haben hier mal zwei Stimmen dazu. Ja, ich glaube, man traut sich zu wenig, wenn man zu viel drüber nachdenkt, was alle anderen Leute drüber denken könnten. Und weniger dann dran denkt, wie man sich selber damit fühlt, dass es eigentlich echt okay ist. Ich habe schon das Gefühl, dass ich manchmal mich nicht traue, kreativ zu sein, weil Leute dann irgendwie denken, du hast aber komische Ideen, das ist irgendwie seltsam. Deshalb ziehe ich mich manchmal auch gerne zurück, wenn es darum geht. Dörte, in diesem Zusammenhang sagst du ja etwas sehr Schönes, wie ich damals empfunden habe. Man sollte sich nicht fragen, ob eine Idee zu verrückt ist. Man sollte sich vielmehr fragen, ob sie verrückt genug ist. Genau. Das ist auch eine sehr schöne Antwort gewesen von jemandem, der das ja nicht beruflich macht und täglich analysiert. Mut ist die Grundvoraussetzung für Kreativität. Und das ist halt etwas, was nicht jedem, das muss man auch trainieren und sich trauen, ernsthaft. Also es ist so wie
Dinge, die man nicht von alleine hat. Diesen Mut, den muss man irgendwann erkennen als Quell und ja, als Kraft für das Neue. Und das ist auch wichtig in Kundenbeziehungen, also wenn wir mit unseren Auftraggebern, dass wir ihnen immer wieder Mut zu sprechen, sagen, bitte lassen Sie uns das machen. Da schreit ein Postbote, dass einem die Ohren klingeln. Aber wissen Sie was? Und es war auch so, wir haben in 23 Ländern die Märkte erobert mit dieser Kampagne. Mhm. Das gehört Mut dazu. Und je mutiger die Kunden sind, und je mutiger die Umsetzung ist und je mutiger, das wird es auch vom Zuschauer empfunden. Und dann ist die Anerkennung umso höher, weil Mut ist eine unschätzbare Kraft, ohne die wir nichts erreichen können. Apropos Mut, gibt es denn auch Kunden oder Produkte, von denen ihr sagen würdet, nee, mache ich nicht? Ja. Als Mutter würde ich niemals für, wie sagt man, Armies auf Deutsch, Bundes, also so Militär werben, um jungen Männern mit 16 zu erzählen, dass das mega ist, auf dem Panzer zu sitzen. Mhm. Nein, du könntest sterben. Dörte, jetzt kommt die Frage, auf die du bestimmt schon lange gewartet hast. No. Ist weibliche Kreativität eine andere als männliche? Ja, ja. Ihr denkt immer an Poesiealben und so, ne? Ja, und die Jungs spielen Fußball. Nee, nee. Also die Kreativität ist auf jeden Fall, oder Talent, ist wirklich geschlechtsneutral. Im Sinne von, Männer und Frauen sind entweder kreativ oder nicht, aber es ist sicherlich nicht gekoppelt. Und die Antwort ist auch, es gibt keine weibliche Kreativität, die anders ist als männliche Kreativität. Es gibt nur Talent. Es gibt natürlich schon so Themen, die Frauen von der Kompetenz her besser beherrschen. Jetzt lachen gleich alle, weil mit Kompetenz meine ich, seit du klein bist, guckst du dir Mode an als Frau. Du hast Kosmetiktiefenwissen, du weißt auch, was Frauen gut finden, was nicht. Das ist für Männer manchmal gar nicht so einfach, die Tonalität zu finden, dass Frauen Komplimente oft zum Beispiel furchtbar finden, wenn das zu dick aufgetragen ist, also typisch früher ein Parfümspot, ne? Frau läuft vorbei, Mann so, hey, und der Duft und so. Da fühlen wir uns fast beleidigt, Intelligenz. Ja. Und sowas spürst du als Frau. Als Mann musst du dich da mühsam reinarbeiten. Insofern gibt es da schon eine Kompetenz, aber es gibt keinen Unterschied in der geschlechtlichen Kreativität. Für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, Meet Your Master ist eine Internet-Lernplattform, auf der Koryphäen ihres Fachs ihr Wissen weitergeben, und zwar anhand von sehr eindrucksvollen und inhaltsstarken Kursen. Euren Kurs, nämlich diesen wunderbaren Kurs über Kreativität, da wollen wir jetzt mal reinschauen. Was ist Kreativität? Aus dem Nichts etwas Neues schaffen. Ausschweifend, immer besonders, aber ganz selten präzise. Die Fähigkeit, das Erwartbare zu vermeiden, den Status quo herauszufordern und zu überraschen. Kreativität ist individuell. In den ersten Jahren meiner beruflichen Laufbahn habe ich mir nie die Frage gestellt, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Ich habe einfach als Kreative hart gearbeitet und wollte zu den Besten gehören. Meine Partnerin Dörte und ich möchte mithelfen, dass deine Idee entsteht. Die meisten Leute haben bestimmt irgendwas Kreatives in sich, aber werden für die falschen Sachen gelobt. Kreativität ist etwas, was ich hoffe, dass jeder es für sich entdeckt und lebt. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen bei irgendwelchen stumpfsinnigen Tätigkeiten verkümmern, die großartige Kreative sein könnten. Deshalb kann ich nur raten, probiert euch aus. Testet, ob euch Kreativität Freude bereitet und Ergebnisse bringt. Don't ask if your dreams are crazy. Ask if they are crazy enough. Auch du wirst so eine Idee haben. Irgendwann. Vielleicht demnächst. Dann geh doch, Sonetto! Geiz ist geil! Schrei vor Glück oder schick zurück. Die wertvollste Marke der Welt, das ist nicht Google, Apple oder Coca-Cola. Das seid ihr selbst. Und wertvolle Dinge sollte man pflegen. In den heute fast 5 Jahrzehnten an der Kreativitätsfront habe ich nur eins noch nicht erlebt. Langeweile. Mein Name ist Jean-Remy und ich begrüße euch bei Meet Your Master. Also, lasst uns alle gemeinsam
die Kreativität feiern. So ein Zusammenschnitt ist immer cool. Ja, ja, ist cool. Ne? Da haben wir uns auch gedacht, wir nehmen das, den Trailer am besten. Für wen ist dieser Kurs eigentlich geeignet? Ist das für Leute, die in die Werbeagentur wollen, oder ist das für jedermann? Ich würde diese Frage ganz gerne selber beantworten. Ihr werdet auch gleich merken, warum. Weil ihr könnt euch nicht so selber loben. Meine Damen und Herren, dieser Kurs ist wirklich großartig. Was die beiden da gemacht haben, ich habe es schon oft meinen Freunden zitiert, das ist wie eine Doktorarbeit in Sachen Kreativität. Wirklich hervorragend. Ein ganz toller Kurs, den ich wirklich sehr liebe unter allen unseren vielen Kursen. Und natürlich ist das für jedermann, weil wir alle zu Hause im Leben kreativ sein sollen, müssen, dürfen. Also wirklich ganz prima. Darf ich noch was ergänzen? Ja, bitte. Also Kreativität ist letztlich Lösungsorientiertheit. Und Lösungsorientiertheit brauchst du in jedem Beruf, in der Politik, im Sport, überall steht man vor Problemen und muss Lösungen finden, überraschende Lösungen. Ja. Deshalb ist Kreativität ein Riesenthema. Ja, es ist natürlich auch, weil man denkt immer, das ist etwas Künstlerisches und so. Das ist aber oft auch eine Lösung, die Lösung, wie du richtig sagst, die Lösung eines Problems. Da muss man auch kreativ sein. Ja, wie wir sind ja mit dem Unimog durch Asien gefahren, da haben die mit Nylonstrümpfen Zylinderkopfdichtungen gedichtet und so, ist auch kreativ, wenn nichts anderes da ist. Zum Beispiel. Es wird ja im Moment sehr viel über künstliche Intelligenz debattiert und dass wir alle bald durch KI ersetzt werden. Wird Kreativität in euren Augen eines Tages von KI übernommen? Bist du? Frauen und Künstliche Intelligenz, okay. Nein, ich habe dazu eine klare Meinung. Nein. Warum nicht? Zumindest bisher ist es so, dass Künstliche Intelligenz davon gespeist wird, was es gibt. Mhm. Und das in virtuosen, fantastischen Ausbrüchen, wirklich ganz großartig. Das heißt, Reproduktion kreativer Art ist das, was die KI auf jeden Fall beherrscht. Vielleicht macht sie in Zukunft auch mal Lösungsvorschläge, aber wenn man fundamentale Fragen eingibt, wie zum Beispiel, wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen, das könnt ihr immer machen, das ist sehr das macht Spaß, weil die mit vollkommen absurden Vorschlägen kommt. Woher soll sie es auch wissen? Es braucht den Genius oder zumindest es braucht auch Gefühl, es braucht, um was Neues zu denken, kannst du nicht nur auf Erfahrenes zurückgreifen. Und dieses Neue, das können die noch nicht. Es wird ja im Moment sehr viel von ChatGPT geredet. Eine KI, die von kurzen Texten bis großen Abhandlungen alles erstellen kann und dafür sehr gelobt wird. Wir haben die mal gefragt, was ist Kreativität? Kreativität bezieht sich auf die Fähigkeit, Ideen und Konzepte auf eine neue und originelle Weise zu entwickeln und zu kombinieren, um etwas Einzigartiges und Nützliches zu schaffen. Kreativität kann in vielen verschiedenen Bereichen angewendet werden und erfordert oft eine gewisse Offenheit für neue Erfahrungen, Perspektiven und Denkweisen. Wie fandet ihr diese Erklärung? ChatGPT ist durchaus faszinierend, vor allem so die ersten Berührungen mit der Plattform. Irgendwann entlarvt sich natürlich, dass ChatGPT nur Vernünftiges, also sie schafft nicht den Sprung ins Jenseits der Vernunft, sondern es wird letztlich nur gesampelt, was es schon gibt, aber das schon in einer faszinierenden Form. Also man staunt, aber die höhere Kreativität, also die wir meinen, wirklich überraschende, noch nie dagewesene Problemlösungen, das kriegt die Maschine nicht hin. Dann wünsche ich euch beiden noch sehr viel Energie und vor allem Esprit, dass ihr denen noch lange Konkurrenz machen könnt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Es war toll. Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt hierher. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Gästen zu Hause. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen inspirieren, motivieren.
ich würde Ihnen mal den Vorschlag machen, seien Sie zu Hause einfach mal ein bisschen kreativer, jeden Tag ein bisschen kreativer als sonst. Sie werden merken, es macht Ihnen Spaß. Ich hoffe, Sie schalten das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Meet Your Master, der Talk.